Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Grounded im Early Access. Mein Name ist Patty und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, was soll ich anderes sagen, außer es geht wieder ab ins Wasser. Und ja, ich glaube, wir sind sogar jetzt schon bei Episode Nummer 80. Wow, 80 Folgen Grounded. Ist ja nicht ohne. Und da hätte ich mir gedacht, wenn schon Folge 80 ist, dann muss ich natürlich irgendwas Besonderes machen. Und zwar hat mich der liebe Passe bei mir am Discord darüber informiert, ich solle doch nochmal in das Wasser gehen und unten runtertauchen zu diesem T-Rex, diesem Plastik-T-Rex-Spielzeug und mir den genauer anschauen. Bin schon sehr gespannt, was da auf mich zukommt oder was mich da erwartet. Und ich möchte auf jeden Fall auch Seegrasfasern organisieren. Das brauche ich auch, weil ich habe schon diese vier Ruderwanzenflossen. Aber reichen die jetzt theoretisch, dass ich mir jetzt schon die Taucherflossen bauen kann? Flipflossen. Ja, es würde reichen. Okay, na dann bauen wir die. Weil, ja hallo, ich meine, wenn schon, denn schon. Dann kann ich auch schneller schwimmen. Gut, das heißt, ich kann die jetzt nie in der Hand bauen. Ja, kann ich. Sehr schön. Warum nicht hier? Achso, Werkbank, ich depp. Natürlich. So. Aber jetzt. Mit Flossen. Zack. Sache erledigt. Die werden dann wahrscheinlich angelegt statt den Schuhen. Genau. Und das Atemgerät haben wir natürlich auch dazu. Und wir rüsten sich auch gleich das Messer aus. Ja, das passt alles. Das Einzige, was ich noch machen möchte, ich möchte noch den Öko-Power-Smoothie hier zuweisen in der Schnelltaste oder Schnellleiste. Oh, und endlich mal ein Spiel, bei dem man mit Flossen an Land genauso schnell laufen kann wie ohne Flossen. Ah, das ist was Schönes. Wenn ich denke da an Ark manchmal mit Flossen an Land herumlaufen, macht nicht viel Spaß. Da habe ich jetzt aber so einen Wasserflug gesehen. Ich weiß nicht, wo ich mir den vielleicht holen soll. Schauen wir mal, wo der Koi ist. Ich sehe ihn nirgends in der Nähe. Oh, jetzt bin ich aber echt schnell. Bist du unsterblich? Hat fast so aus. Na, dann hole ich mal den anderen. Wow, mit den Flossen ist man echt verdammt schnell. Haha, und schon wieder habe ich mal so eine Flosse geholt. Das ist praktisch. Dann werde ich mich jetzt langsam am Weg nach unten machen. Ich hoffe natürlich, dass der Koi da nicht unten ist. Aber ich glaube, den würde ich schon sehen, wenn er hier in der Nähe ist. Vermute mal, der wird wieder irgendwo da drüben herumkrebsen, herumtun, herumschwimmen. Dann warte ich jetzt noch einmal kurz hier auf eine fette Luftblase, um meinen Sauerstoffvorrat aufzufüllen. Luft, hallo? Kommst du auch mal? Hallo? Luft, bitte? Ah ja, okay, gut. Und jetzt geht's ab nach unten. Richtung dieser kleinen Höhle, die da unten ist. Da sollte ich vielleicht ein bisschen schneller schwimmen. So, und hier sind wir schon. Oh. Aha. Deshalb. Passe, du bist ein kleiner Gefinkelter. Hier im Maul vom T-Rex steckt tatsächlich ein Speer. Ein Speer Level 2. Das Ding ist natürlich sehr interessant. Besonders, weil es auch mehr Schaden macht als das Messer. Auf jeden Fall. Das heißt, wir werden das Ding auch gleich ausrüsten. Und werden uns weiter nach unten begeben. Oh shit, nein. Ich brauche Sauerstoff. Wo kommt denn der Sauerstoff hier? Perfektes Timing. Gut. Dann schwimmen wir mal weiter und hoffen, dass wir irgendetwas finden können, was interessant ist. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass da hier unten beleuchtet ist. Was ist denn das für ein Walkie-Talkie-Dingens da? Was hat ein Kabel? Das ist kein Walkie-Talkie.
Oh, cool. Okay. Aber ich habe jetzt ein paar Sauerstoffsorgen. Ich sollte da irgendwo hinschwimmen, wo ich wieder Luft kriege. Ich schwimme mal zurück. Weil jetzt habe ich gleich echt Angst. Und ich will auch nicht, dass dieses Päckchen, so wie erwähnt, in diesen, also falls ich sterbe, mein Rucksack, mein Päckchen nicht hier irgendwo auf einmal unten an der Decke festhängt. Also wenn ich sterbe, will ich auch, dass das Zeug nach oben aufsteigt. Oh no. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Alter Schwede. Okay. Ja, ich übertreibe es mal wieder. Kunterbunt. Aber das war jetzt schon mal ein bisschen hilfreich. Da kommt auch Sauerstoff rein. Das pusht mich. Alter Schwede. Okay. Gut zu wissen. Man kann diese Dinge hier verwenden als kleiner Boost. Dann schalten wir hier mal diese ganzen Stöpsel hier ein. Okay, okay, ich habe irgendwas gehört. Kommt hier vielleicht Luft raus? Da oben. Oh mein Gott. Ich habe das Teichlabor gefunden. Warum geht denn das jetzt zu? Warum? Oh, Bandagen. Sag ich nicht nein. Ah, okay, das geht auf und zu. Oh mein Gott, ich bin wirklich ich bin gerade komplett von der Rolle. Schalt das Labor an. Okay, das, was ich aber zuerst mache, ist natürlich wieder meine Rüstung ausrüsten. Weil wer weiß, ob hier nicht vielleicht irgendetwas ist, was mir wehtun will. Und... Oh, Ross 1. Vielleicht ist hier irgendetwas, was mir wehtun will. Und auf das habe ich echt keinen Bock. Was kann ich denn da machen? Was ist denn das da? Was ist Batteriestrommodus? Okay. Ich glaube, ich kam von da. Ja, okay, ja, ja, ja. Interessant, interessant. Was ist das? Fancy. Okay, hier kann ich anscheinend nichts machen. Kann ich irgendwelche Knöpfe drücken? Nein. Okay, liegt hier irgendwo so ein Burgle-Chip? Nein, auch nicht. Okay. Dann schauen wir sich weiter um. Ich sollte natürlich überall die Augen offen halten und nicht einfach nur so durchlaufen. Und mich von jedem bisschen Raw Science ablenken lassen. Was? Kann ich da irgendwas machen? Nee, okay. Hey, viel zu cool, ich bin in dem dummen Labor. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da in nächster Zeit hinkomme. Müsli, oh, da ist eine Kassette. Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 88.06.23a. Finally, my genius is recognized. Okay. My Omnit Minders have requested a demonstration of the spacer. I wonder how they even found out about it. No doubt it was the loose lips of that blabbing Klein. But perhaps his indiscretion has worked in my favor in this instance, and I will have the last laugh. Once Omnit sees what I've accomplished here, I will prove that their many years of investment in me was not a mistake. Okay. How it will feel to have them watch me in my moment of triumph. This is what I've been working toward my entire career. Recognition at last. Okay, der Labortyp, wahrscheinlich unser Dad oder irgendeiner von unseren Erziehungsberechtigten, hat jetzt tatsächlich irgendwie sein Ego ein bisschen gestreichelt. Ich habe währenddessen tatsächlich den Stromschalter gefunden, den ich umgelegt habe und kann mich hier jetzt anscheinend anmelden. Gleichlucke, ja. Geodom Automatikmodus. Geodom Terminal neu starten. Was? Was ist das? Nee. Schräge Zeichnung. Okay. Ja, Leck. Kann ich hier irgendwas machen? Nein, schaut nicht so aus.
Was ist denn das Biodom-Terminal? Okay. Ich vermute mal, da gibt es noch irgendwo anders irgendetwas anderes. Was ich jetzt auf die Schnelle nicht sehe. Hier war der Stromschalter, genau. Hier gibt es Knöpfe, die ich nicht drücken kann. Das finde ich ja cool. Wäre jetzt natürlich mega schräg, wenn da der Koi vorbeischwimmt, aber zum Glück nicht. Das heißt, ich werde mich jetzt wieder ausrüsten mit meiner Taucherausrüstung Zeugsdingens. Und werde mich weiter umschauen gehen. Frage ist nur, von wo bin ich? Ich bin von da gekommen, glaube ich, genau. Das heißt, ich kann den Beschleuniger in diese Richtung mal benutzen und schauen, wo ich da hinkomme. Okay, da wird es echt dunkel. Oh no, oh no. Wasserspinnen brauche ich ehrlich gesagt keine. Ah, wo komme ich denn da her? Aha, komme ich aber noch wieder dorthin, wo ich hier schon war, oder? Genau, hier war ich ja schon. Aber warum zeigt der Mann, dass hier irgendwo ein Labor in der Nähe ist? Bin ich jetzt genau unter dem Brunnenzeugs da? Unter dem... Ich habe echt keinen Plan, wo ich gerade bin. Ich finde auch nirgends einen Burgle-Chip. Es muss noch irgendetwas anderes geben. Da kann ich auch keine Tasten drücken. Nein. Es muss noch irgendetwas anderes geben, was nicht hier in dem Gebäude ist oder in diesem Labor. Das heißt, ich werde mal versuchen, wieder raus zum Schwimmen in den Teich. Muss ich aber wieder mal die richtige Richtung finden. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss in diese Richtung, genau. Oh, verdammt, das ist weit. Dass ich da jetzt schwimmen muss. Okay. Ich meine, diese Boost-Beschleunigst-Dinger da, diese hier, diese Öffnungen, die sind cool. Die sind echt cool. Was bist denn du? Oh. Ich habe einen Knochen gefunden. Knochendreizack. Knochendolch. Aha. Okay. Okay, das ist cool. Ich hoffe, da kommt jetzt dann gleich wieder Sauerstoff. Weil sonst bin ich im Allerwertesten. Jawohl, sowas liegt hier. Flammige Schuppe. Ah, das ist so eine Schuppe, die was da runterfällt. Das ist mir in den Kommentaren geschrieben worden, glaube ich. Dass ich die hier unten finde. Genauso wie diese Knochen wahrscheinlich. Genau, da ist noch so einer. Knochen, Knochen, Knochen. Hier. Okay, jetzt habe ich schon mal zwei von diesen Knochen. Das ist sehr geil. Und eben eine Koi-Schuppe. Da vorne liegt noch eine. Da vorne. Ich sehe sie ganz genau. So, Sauerstoffkohl. Das ist gut. Was ist das? Dreck. Okay. Interessant, interessant. Was man da alles finden kann. Ich glaube, ich brauche irgendwann mal so eine Laterne oder sowas, um hier unten ein bisschen Licht zu kriegen. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder kurz Sauerstoff. Schön. Ja, und dann schwimmen wir wieder mal nach oben. Wo ich mich vielleicht ein bisschen... Kacke. Da ist der Dicke. Komm schon, schwimm weiter, Dicker. Okay. Oh no, Spinne. Okay, dann würde ich sagen, ich bringe mal ganz schnell die Sachen nach oben. Und, das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Und werde die analysieren lassen gehen. Oder werde ich sie analysieren gehen, nicht lassen. Ich habe ja niemanden, der was für mich macht.
Aber jetzt kommt es mir gerade, das Labor hier oben kann nicht das sein, was mir unten angezeigt worden ist, weil das ist viel zu weit weg. Interessant, interessant. Gut, dann werden wir es mal so machen. Ich werde jetzt mal sicherheitshalber wieder meine gesamte Ausrüstung da wegknallen. Das Zeugs auch. Das heben wir sich auf. Na, das gehen wir auch da dazu. Warum nicht? Ich habe jetzt sicher alles hier drinnen, oder? Ja. Machen wir das so. Räumen wir alles in die letzte Kiste, weil da schaue ich immer als erstes rein. Ich depp. Und den Snickers-Riegel oder was auch immer das ist, den haben wir da zu den anderen Riegeln dazu. Genau. Und da machen wir sie schnell am Weg zum Labor. Doch zuerst holen wir was zum Trinken. Und werden checken, was man mit diesen Sachen alles machen kann. Weil wenn ich mir da jetzt dann irgendwann eine bessere Taucherglocke bauen kann, na, dann bin ich natürlich mega happy. Aber er schreibt ja auch, finde den Burgle Chip Aquarium. Ich habe ja kein Aquarium gefunden. Ich habe nur das Labor gefunden. Und da steht ja auch dabei, schalte das Labor an. Und dafür habe ich ja irgendwie ein Biodom aktivieren müssen, Dingens Zeugs. Und ich glaube, das ist das aus dem Trailer. Das ist so eine Halbkugel aus Glas, die sich dann öffnet oder so irgendwie auf die Art an. Das Ding muss ich halt dann noch im Wasser unten finden. Aber zuerst heißt es jetzt mal analysieren. So. Blasenhelm tatsächlich. Wie geil. Okay. Und diese Schuppe. Keuschuppen-Brustplatte, Keuschuppen-Helm, Keuschuppen-Beinpanzer. Okay. Klingt interessant. Wobei, Moment einmal. Vielleicht ist das das Biodom-Labor. Nein, das glaube ich nicht. Kann ich mit dir irgendwas reden? Okay, hab's verstanden. Keine weiteren Fragen. Hast du vielleicht neue Aufgaben für mich? Ja, das Vogelbadplatte. Immer wieder dasselbe. Oh, eine Ameise, was machst du da herinnen? Was geht? Schreckt mich das nächste Mal nicht so. Okay. Das Biodom. Ja, die können ja nur irgendwas im Wasser unten meinen. Das ist ja selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz, es ist schon mal cool, dass ich jetzt eben das richtige Equipment habe für besseres, also das richtige Zeugs gefunden habe, um besseres Equipment zu machen. Das ist ja schon mal eine richtig geile Sache. Das heißt, ich werde jetzt schnell nach Hause laufen. Dorthin, wo ich mich am sichersten fühle. Und dann schauen wir sich einmal an, was wir überhaupt brauchen für die ganze Ausrüstung da. Da wird es mich wahrscheinlich eh kurz am Scheißer setzen, wenn ich sehe, dass ich, keine Ahnung, 12 von diesen Schuppenplatten-Dingens-Dinger brauche oder so. Ich meine, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man das auch vom Koi kriegt, wenn man den umbringt. Aber die Frage ist halt, kann man den umbringen? Kann man ihn schon umbringen überhaupt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? Alles Fragen über Fragen, die momentan wahrscheinlich niemand beantworten kann. Schwimmende Markierung, die brauche ich nicht. Nein, wir wollen jetzt einmal schauen. Werkzeug. Okay. Ausrüstung. Da ist die Koi-Ausrüstung. Koi-Schuppen-Ausrüstung. Wir brauchen versunkene Knochen und Koi-Schuppen. Koi-Schuppen und versunkene Knochen. Koi-Schuppen und Seidenseile. Okay. Der Helm ist einmal was Gutes. Der Blasenhelm ist halt dann für Tauchveterane. Das ist cool. Damit kann man dann wahrscheinlich länger unter Wasser bleiben. Wenn man aber unter Wasser kämpfen will, ist wahrscheinlich am besten, diesen Helm in Verbindung mit dem Kiemenrohr. Würde ich jetzt mal sagen. Und vermuten. Egal. Was habe ich denn jetzt? Ich habe 2 und 2 von jedem. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, muss ich gestehen.
Von diesem Rosenwachs habe ich auf jeden Fall eine Menge. Das ist klar. Davon habe ich echt verdammt viel. Von diesen Dingen habe ich eines jetzt wieder, weil ich eben einen von diesen Rudermanzen erlegt habe. Ich würde gerne mal so eine Wasserspinne erlegen. Aber das ist halt die Frage, reicht diese Waffe da? Was ist das überhaupt? Das ist jetzt so ein Speer. DE741 Items. Okay, cool. Schaut's aus bei dem hier. Knochendreizack. Der macht natürlich viel mehr Schaden. Alter Schwede. Aber für den brauche ich auch etwas, was ich noch nicht habe. Und zwar DE733 Items. Und ich würde mal vermuten, das sind die Beine oder Brocken von so einer Wasserspinne. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mehr Knochen. Ich brauche mehr Gras. Wie schaut es denn eigentlich aus mit dem hier? Der braucht auch so ein Spinnenzeugs-Dingens. Okay, der macht aber auch heftig Schaden. Also das ist Knochendolch. Das ist quasi das Wassermesser Level 2. Und das ist dann eigentlich ein Level 2 Speer. Aber wenn ich jetzt schaue unter normalen Werkzeug, habe ich da jetzt auch den Level 2 Speer freigeschalten? Nein, hier ist er nicht. Müsste ich den scannen gehen? Vielleicht hätte ich den mitnehmen sollen zum Scannen. Keine Ahnung. Ja, oh ja, wir werden das jetzt noch schnell probieren. Wir werden den Speer jetzt noch mal kurz rüberbringen zum Labor, schauen, ob ich den scannen kann. Weil ich möchte natürlich schon die Möglichkeit haben, dass ich das Ding bauen kann. Irgendwie halt. Wenn nicht, dass der kaputt wird und ich ihn dann nie wieder kriege. Ich meine, der Dreizack schaut natürlich auch mega interessant aus. Der Knochenspeer. Oder Knochendreizack. Der wird früher oder später natürlich auch zum Einsatz kommen, wenn ich ihn dann mal irgendwann bauen kann. Aber zuerst möchte ich jetzt eben wissen, wie das ausschaut mit diesem Speer Level 2. Ob ich den scannen kann und dann eben auch den Bauplan dafür bekomme. Oder ich das Pech habe und mir einen Bauplan dann kaufen muss über den Burgle-Chip. Den ich noch nicht gefunden habe. Nein, ich kann ihn nicht scannen. Was für eine verdammte Kacke. Habe ich bei dir eigentlich schon was zum Kaufen? Nein, oder? Diesel, Fackel, Augenklappen, Fasernverband, Flaschen, Eichelschaufen, Dieselfundament. Nee. Okay. Dann vermute ich mal, wenn wir den Bauplan für diesen Speer tatsächlich erst dann kriegen, wenn wir, keine Ahnung, solche Wasserspinnenbeine untersucht haben. Weil mir schaut so aus, als wenn diese Spitze von diesem Speer, den ich gerade aufgehoben habe, auch so ein Wasserspinnenbein ist. Kann mich aber noch natürlich komplett irren. Aber ja, wenn das nicht über das Wasserspinnenbein funktioniert oder die Wasserspinnenbrocken, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir da einen Bauplan kriegen, sobald ich den Burgle-Chip berge und zum Burgle bringe. Aber das sehen wir dann alles das nächste Mal, denn ich werde mich hier an dieser Stelle jetzt wieder von euch verabschieden. Denn ich muss natürlich wieder mein Inventar clearen und abspeichern und alles mögliche und sicher gehen, dass ich ja nichts verliere und bla bla bla, Speicherbug olé. Deswegen sage ich an der Stelle jetzt wie immer danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.